Okay, Fahrräder abstellen verboten. Alles klar. Was ist das hier? Und das? Und das? Und das? Und das? Und das? Ich hab das noch nie so was gesehen. Was ist das? Was ist das? Was zum Henker? Wem gehören die Fahrräder? Ernsthaft? Alter, es nimmt kein Ende. Was ist das? Wem gehören die Fahrräder? Hier, alles voll. Die halbe Stadt. Da hinten geht's weiter. Was ist hier los? Denn das? Ey Leute, jetzt wirklich mal ohne Witz. Das ist der Hauptbahnhof von Braunschweig. Guckt euch das mal an. Abstellen von Fahrrädern verboten. Abgestellte Fahrräder werden kostenpflichtig entfernt. Okay. Ja. Was ist denn das hier? Und hier geht's weiter. Also falls jemand eine Erklärung hat, warum in Braunschweig in der Nacht am Bahnhof tausende Fahrräder rumstehen, der kann mir das jetzt mal gerne in die Kommentare schreiben und auch eine Erklärung, warum überall Fahrräder abstellen verboten ist, aber sich absolut kein Mensch dran hält und das auch keinen interessiert. Ja, dann schreibt mir mal was in die Kommentare zu diesem Fall.